Willkommen zu Frequent Traveler TV, wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Hyatt-Status, zu Fast Track, wie ihr den Hyatt-Status wesentlich schneller und einfacher bekommen könnt, wie ihr aus den Punkten mehr machen könnt, quasi Travel Hacking 2.0 und wie ihr genauso wie ich ein Suite Life haben könnt in solchen Junior-Suiten, gut, es ist hier jetzt gerade ein Hilton, aber auch bei Hyatt haben könnt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren und vielleicht an eine Kanalmitgliedschaft zu denken. Kanalmitgliedschaft wäre falsch, Kanalmitgliedschaft natürlich. Und so verpasst ihr dann auch keine Tipps und Tricks, denn ich werde solche ultimativen Guides weitermachen. Ich glaube, der nächste wird wahrscheinlich ein Hilton sein. Vielleicht mache ich den aus dem Hyatt Hotel. In der heutigen Sendung bringe ich euch neben den Tipps und Tricks natürlich auch Möglichkeiten, wie ihr mit der amerikanischen Kreditkarte bei Hyatt etwas werden könnt. Ja, auch ihr in Europa, in irgendwo, wo ihr es zuschaut, bekommt amerikanische Kreditkarten mit der richtigen Strategie. Aber lasst uns einfach mal anfangen, was Hyatt so besonders macht in meinen Augen. Denn Hyatt ist im Gegensatz zu Marriott, ja auch zu Hilton, auch zu IHG mein favorisiertes Programm. Weil es in meinen Augen keine Hotelkette gibt, die so in ihrer Konsistenz mich überzeugt, wie Hyatt es ist. Hilton holt gerade so ein bisschen auf in meinen Augen, aber das Thema heute ist wirklich Hyatt und über die letzten Jahrzehnte, muss ich sagen, wo ich Hyatt-Kunde und Gast bin, fühle ich mich wirklich wohl.